Keine Ausdauer. Nein. Ah. Guck über meine Schulter, Bruder. Alles klar, Alter. So, bevor wir jetzt noch irgendwas machen. Warte. Kann ich einfach hier. Ist mir vollkommen egal, was du jetzt gerade anders. Hier. Okay. Alter. Wir haben einen Einkauf gemacht. Wo hast du gekauft? Hier bei so Gildenhändlern. Da kriegst du ja voll billig irgendwie solche Sachen. Okay. Ich habe auch gerade zwei Sets an. Ja, ich sehe, ich wollte schon sagen, deine Rüstung sieht irgendwie anders aus. Sonst. Ich habe nur lederne Klamotten jetzt an. Das ist doch sehr gut. Und ich habe Ehebruch begangen. Was? Was hast du gemacht? Ich musste meinen Ring abnehmen. Aber ich trage ihn noch mit mir. Ich habe ihn nur nicht an. Nicht an. Das ist ja sehr schön. Der Daniel, der Bastard, macht ja einen auf den Fußball. Ja, aber versucht irgendwie hier so Anker irgendwie offscreen zu machen. Das bringt es irgendwie nicht so. Echt? Ohne mich? Ja. Bringt es nicht? Ja. Ja, okay, ich soll das mal sehen, was ziehe ich denn alles davon an. Ja, alles war da. Das ist ein Set. Ach so, okay. Stimmt. Ist oder irgendwie passend zu dem, was du irgendwie hier so spielst, sag ich mal. Ja, stimmt schon. Nennen wir es Spiel. Oh, danke. Nennen wir es Spielen. Okay. Den Ring von Mara, den werde ich behalten. So. Willst du dich färben? Das sieht so komisch aus. Nein, lassen wir das so. Es sieht irgendwie so aus, wie so ein Kind, das versucht hat, sich selber einzukleiden. Boah, dann färbe ich mich eben, du Pisser, ey. Mein. Du schämst dich mit mir gesehen zu werden, ey. Meine Fresse, ey. Den kann man es auch nicht recht machen, ey. Der kommt wieder aus dem Futtertopf. Jetzt ist der Schild wieder da. Ja. Du siehst das nicht, oder? Doch, ich sehe das jetzt. Okay, ja. Yeah. I love banging bitches, but I got a problem. Okay, jetzt lass mal zu dem Maler. Ich sehe aus wie ein Freak. Wo ist denn der Maler? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, hier gibt es gar keinen, oder? Nee, hier gibt es auch keinen. Karawane. Stall. Feuerstelle. Jetzt komm ich mir voll professionell vor, ey. Ja. Ich weiß, was du meinst. Hier gibt's keinen Maler. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen in eine Stadt, wo einer ist, ey. Okay. Was war denn das für eine Frage? Nehmen wir einfach Bären und malen das so an, ey. Boah, der Schild! Das ist richtig geil, ey. Hoffentlich bringst du das auch jetzt, ey. Das ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie auf die Fresse bekommen, oder? Warte. Oder wir haben perfektes Intro-Material.
Okay, was du denn da schon wieder? Ich zersäge meinen Kopf. War. Ich kann dich nicht alleine lassen, oder ist ein Bug und irgendwann ändert sich Ist das? wahrscheinlich irgendwie auf den Spieler oder irgendwie so gebunden und deswegen kann es halt nicht färben. Ich kann es nur teilweise färben, die Brust. Das finde ich ja gerade so merkwürdig. Der erste Balken, wenn ich da was reinmale, verändert sich ein bisschen die Farbe. Wenn ich bei den anderen restlichen zwei Balken da Farbe reinmache, verändert sich da nichts. Da bleibt das trotzdem grün. Okay. Ich kann zum Beispiel nicht die ganze Brust schwarz machen. Ich kann nur kleine Teile davon rot oder schwarz machen, aber nicht das ganze Ding. Das finde ich merkwürdig, weißt du? Okay. Ich habe mich auf andere Spieler auch dein Schild sehen, die ganze Zeit. Nur wenn du das siehst, Du siehst ja voll aus der Gruppe raus. Glaube, wieder ein Tank muss ja die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. ja. So mitten in der Armee irgendwie so. Alle sieht man nur so ein blaues Licht so mitten in der Armee. Auf dem Pisser. Ja, warum nicht, ne? Wo ist denn der da? Ja. Ich bin ja. Hier ist gut, ich sehe dich nicht. Ja. Das sagt mir irgendwie gar nichts, du. Ich bin doch alle der vorbeigelaufen, ey. Was? Bei mir ist hier niemand. Ich umkreise dich gerade wie ein Spasti. Da ist aber niemand. Oh, leck Da mich. bist du, jetzt bist du da. Was? Hey. Gut, dann machen wir Zeugs hier. Mein Pferd hat jetzt auch ein Schild. War. Ja, der Schild. Warum ist denn das bei den Beinen, bei dem Pferd? Mein Pferd hat einen Goldzahn. Was? Hat dein Pferd auch einen Goldzahn? Nein. Hoffe ich sehr. Ja, komm mal her mit deinem Scheiß Vieh. Ja, bleib mal so, oder? Okay. In der Mitte ist so ein Goldzahn. Jetzt hat er viel den Kopf bewegt. Ja, jetzt frisst er. Also, ich das nicht gerade mal stecken. Steck einfach den Kopf rein. Ja, irgendwie, oder der ist einfach nur scheiße. Einfach nur braun, der Zahn oder so. Ein Gangster-Pferd, ey. Das hier ist scheiße. Da ist Twilight Sparkle. Nein. Wie denn? Also doch, ja. Ja! Das ist ein Arschpferd. Ganz ruhig, Arschkohl, ganz ruhig. So, der Sch so Arschgaul. Ich komme nicht klar. Was ist denn das für ein Knüppel? Das ist ja riesig. Was? Dein Schwert. Ja? Weiß ich gar nicht. Das ist riesig lang, Alter. Die nicht immer so lang? Nein. Nicht die Schwerter, die ich kenne. Das ist das größte Buttermesser überhaupt. So soll es auch sein. Stufe hängen geblieben. Hey, Helden von Tamriel. Was? Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Das ist heldenhaft. Was? Was ab Ich nachdem kann dir wir. gar, ich verstehe, was du sagst, aber ich kann dir irgendwie nicht folgen, worauf du hinaus willst. Das ist irgendwie so, als wenn wir irgendwie Level 600 erreichen würden und dann brechen sich unsere Charaktere irgendwie halt Genick, weil sie von der Treppe fallen. Ach so, ja, das kann passieren. Ja, nicht wenn er Level 600 bis, ich weiß nicht, irgendwie die halbe Welt irgendwie gerettet. Boah, ich kann dir nicht sparen. Ich kann, ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet.
Also ein kleiner Nachteil ist das jetzt schon, ist alles, was wir hier ausrüstungsmäßig bekommen, können wir eigentlich jetzt verkaufen. Ich komme hier nicht rauf. Meine Fresse, mit dem Pferd vorhin, aber ja, das ist auch nichts Neues, Daniel. Das war doch schon, bevor wir uns die Pferde gerüstet haben. Scheiße. Das ist schon wieder hin. Was, ne, hier liegt einfach jemand. Wie bist du schon wieder weg auf der Minikarte, ey? Andere Seite. Bist du schon wieder hingerannt? Ich bin immer noch hier oben, was willst du? Ja, du wirst mir nicht mehr auf der Karte angezeigt, ey. Hier bin ich. Ja. Schon wieder auf der Karte völlig verschwunden. Jetzt bist du schon wieder da. Mach's wie eine Forelle oder ein Barsch. So ein Mongo-Schwert, ey. Was denn? Wer liegt denn da? Ja, keine Ahnung. Was ist das denn da? So, ich dachte, das wäre eine Puppe. Ja, eine Voodoo-Puppe. Ja. Ja, sah aus wie so Klamotten. Ja, ich dachte, das ist doch eine Puppe, oder nicht? Ja, da waren noch Knochen. Allein ist ein Piratenzeichen. Lass mal gucken, ob da irgendjemand ist. Wir sind da. Ja. Wir sind jetzt im Bar. Ja. Da hinten ist ein Anker irgendwo. Hier hört die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo. Hervorragend. So, hier ist ein Wasserfall. Muss man hier was machen? Nö. Doch hier. Jetzt kann ich das Wasser trinken. Wie bescheuert ist das denn? Jetzt reinigt das Wasser von Öl und Industrieabfällen und von Toten. Ja. Hier hat doch irgendwas über irgendeinen Öko-Scheiß gelabert. Keine Ahnung, wir zerstören die Natur, bla bla bla. Was hat da unten gegessen? Was hat da unten gegossen? Nicht die Stadt hier halt. Abgeschlossen. Daniel, da sind wir hinter dir her. Es kalt an. Jetzt bin ich in dein Schild. Ha, jetzt bin ich geschützt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Warum nicht?